Herzlich willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 427. Mein Name ist René, außerdem heute mit dabei der Opta Marvin. Hallo, hallo, hallo. Der Duke. Ja, servus, hallo. Die Patricia. Hallo. Und der Basti. Gute und Grüße. Ich glaube, du musst den Leuten auch sagen, dass der Duke eigentlich Dennis heißt. Weil ansonsten, wenn wir es die letzten Wochen immer machen, denken die Leute wirklich, dass der Duke heißt einfach. Ja, aber ist das falsch? Ich dachte, der heißt so. Eingetragener Künstlername. Eingetragen, ja. Okay. Das wäre geil, ja. Richtig schön. Du bist doch der Duke, Alter. Ja, wenn es mal soweit ist, genau. Ja. Ich sag euch Bescheid. Ja, ich bitte darum. Ja, wir wollen heute wieder ein bisschen über Fußball reden. Bevor wir soweit kommen, natürlich das offensichtliche Einstiegsthema, was wir seit ein paar Wochen hier schon haben, nämlich Housekeeping. Wir möchten wieder Danke sagen für all die tolle Unterstützung, die ihr da draußen uns entgegenbringt. Und diese Woche stellvertretend der Christian, der nämlich sagte, es wird mal wieder Zeit für einen Jahresbetrag und hat eine kleine Spende bei uns eingeworfen. Von daher vielen Dank stellvertretend für alle anderen diese Woche an den Christian. Wenn ihr wissen wollt, wie ihr uns unterstützen könnt, dann schaut mal auf eintracht-podcast.de vorbei. Dort findet ihr eine Supportseite und da steht alles, was ihr wissen müsst, damit wir hier jede Woche über Fußball reden können. Und dann lassen wir auch direkt mal über dieses Spiel vom Wochenende sprechen. Die Eintracht war wieder dran am Sonntag. Nachdem und so der Einstieg in das Spiel fand ich tatsächlich ein bisschen schwierig, weil man hat sich so diese ganzen Ergebnisse davor angeguckt und hat gesehen, da sind wahnsinnig viele Unentschieden drin. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte tatsächlich ja nur Leipzig gewonnen. Und so als alter Eintracht-Hase war natürlich so instantan das Gefühl drin, alle anderen spielen für die Eintracht, das geht so richtig in die Hose. Basti, du als Profi-Pessimist, wie war denn so deine Gefühlslage vor dem Anpfiff? Ja, die war ähnlich, wie du gerade beschrieben hast. Natürlich, das rede ich mir weiter noch ein, das bin ich auch noch nicht losgeworden. Dazu muss die Eintracht noch über Jahre ein Spitzenteam sein, als dass das weggeht. Also ja. Das sitzt noch sehr tief. Ich habe mich in der ersten Halbzeit auch ein bisschen beschädigt gefühlt. Also vor dem Spiel habe ich gedacht, das wird auf jeden Fall ein hartes Stück Arbeit, weil Köln gegen die Top-Teams sowieso gut ausgesehen hat. Ich habe gar nicht mal gedacht, dass die Eintracht unbedingt schuld sein muss. Sondern wenn du die Köln angeguckt hast, wo die teilweise wirklich Ausrufezeichen gesetzt haben, dann war das in Dortmund, das war in Gladbach. Und da habe ich mir gedacht, wenn die Punkte holen wollen und scheinbar können, dann gegen so Mannschaften wie uns, was auch krass ist, wenn ich sage wie uns und Dortmund. Ich wollte gerade sagen, der Einflug deiner Ausführung war, die Eintracht muss noch 10 Jahre so spielen, bevor sie eine Top-Mannschaft ist. Und danach sagst du, wenn ja. Köln gegen einen gewinnt, dann gegen die Top-Teams. Also, nee, da hast du mich aber falsch verstanden. Ich habe nicht gesagt, dass sie eine Top-Mannschaft ist, sondern bis ich das verinnerlicht habe. Ja, okay. Ja, aber es ist schon, also die Eintracht jetzt in diese Kategorie Top-Mannschaft zu schieben, ist schon, also das muss man sich auch 5-mal sagen, bevor man da tatsächlich unterwegs ist. Aber du hast was Richtiges angesprochen, erste Halbzeit. Also bei mir ist der Puls von Minute zu Minute hochgegangen, weil ich so diese klassischen Spielentwicklungen aus der Vergangenheit noch im Kopf hatte, dass wir zwar sehr bemüht sind, die Dinger nicht machen und am Ende dann irgendwie so ein lucky Gegentor kriegen und das Ding dann unglücklich verlieren, obwohl wir über 90 Minuten die bessere Mannschaft waren. Und so sah die erste Halbzeit für mich ja total aus. Also da war ja viel Bemühen, aber halt die Umsetzung dieser Torchancen, die ja wirklich da waren und die ja zum Teil gefühlt 200-prozentige waren, dass wir das nicht gemacht haben, das hat mich schon massiv geärgert, wenn man denn da jetzt irgendwas dran aussetzen will. Marvin, du kennst auch diesen Leidensweg. Wie war so deine Wahrnehmung der ersten Hälfte? Ja, also ihr sagt es ja gerade vollkommen zu Recht. Ich bin dann immer so ein bisschen unsicher und denke mir dann, wie du auch schon erwähnt hast, gut, okay, wir machen die Dinger jetzt nicht. Ne? Wir haben gute Chancen, und beispielsweise Indika, der schon mal mit dem Kopf, bevor er dann später das Tor gemacht hat, glaube ich, drüber gesammelt hat. Diese Riesenaktion, wo ich eigentlich gedacht hätte, okay, alles klar, Younes, jetzt wirst du das Ding doch hier schön einschweißen und dann geht der Ball über seinen Schlappen und dann denke ich mir, oh nein, was ist das denn? Warum können wir dann hier nicht das Tor machen? Weil das Tor hast du so bitter benötigt, damit ja alles ein bisschen ruhiger wird. Das waren so die Boten. Muss aber sagen, dass mich die Eintracht auch erneut mal wieder eines Besseren belehrt hat. Und die sind anscheinend wesentlich relaxter, als ich es bin. Und die wissen schon ganz genau, naja, selbst in der ersten Halbzeit gar kein Drama. Dann machen wir das ja erst in der zweiten Halbzeit. Das ist schon eine interessante Qualität. Ja, halt wirklich, dass wir, also in der Vergangenheit hätten wir die Dinger wahrscheinlich dann einfach irgendwie in den Sand gesetzt. Aber
dass wir das jetzt einfach dann durchziehen und an die Mannschaft an sich glaubt, ist, glaube ich, wirklich die größte aller Weiterentwicklungen, die wir da sehen können, auch wenn ich die noch nicht so aus meinem Kopf rauskriege und dann immer noch irgendwie anfange, extrem zu schwitzen. Also ich habe tatsächlich, ging der Puls erst nach dem 2-0 wieder runter. Aber man muss doch wirklich sagen, du sagst gerade was Richtiges, René, nämlich diese Ruhe und dieses, wir glauben an uns, wir machen schon unsere Tore. Die Hektik ist nie ausgebrochen. Das ist eigentlich das, was wirklich die Weiterentwicklung ist, meiner Meinung nach. Denn in der ersten Halbzeit, ich habe mich schon auch extrem, also Chancenverwertung ist und bleibt hier ein Problem, was einfach, das kann keiner schönreden, sondern die Chancenverwertung ist tatsächlich dann teilweise katastrophal gewesen. Und Marvin, du hast eben schon ein paar Torszenen angesprochen, auch Kamada ein, zwei Aktionen noch gehabt, wo man gedacht hat, Mensch, ein bisschen mehr drücken. Oder auch Silva, der absolute Torgarant, der einfach dann doch diesen Funken Willen dann teilweise, hat man dann Gefühl, in diesen Abschlüssen dann doch nicht auf den Platz bringen konnte. Da habe ich auch gedacht, oh Gott, jetzt schade gegen Köln. Ja, musst du eigentlich in der Situation, in der Köln steckt und in der wir eigentlich in dieser Welle, musst du gewinnen. Und dann auch die erste Halbzeit war einfach doch so ein Vorbote, oh, das wird schwierig. Und diese Ruhe zu behalten und sich die Chancen weiterhin so auszuspielen und auch, ich glaube, Hütter hat es auch gesagt gehabt, wie stolz er auf diese Abwehrleistung und auf Hinti ist, dass da jetzt so ein Konstrukt schon gewachsen ist, die kaum was zugelassen haben. Und zu null haben wir auch, das ist natürlich, das tut extrem gut der ganzen Mannschaft. Das ist natürlich eine tolle Entwicklung. Ich muss wirklich sagen, auch Tuta, wie er sich dann in dieses Bild, den Abraham-Abgang, dann doch so ein bisschen, ja, nicht vergessen, aber zumindest im Moment sehr gut kompensiert. Er funktioniert sehr gut in der Gruppierung, gefällt mir sehr gut und deshalb bin ich eigentlich, das macht mich zufrieden und das gibt mir auch Hoffnung, dass das die nächsten Spiele auch so sein könnte. Ja, es passt so irgendwie alles ineinander. Also alle Mannschaftsteile arbeiten sehr konzentriert. Du hast halt auch nicht so unbedingt das Gefühl, selbst wenn der Gegner mal so seine 15 starken Minuten hat, dass du da nicht irgendwie wieder rauskommst. Also auf der einen Seite kommt dieses Gefühl irgendwie rüber, auf der anderen Seite ist man dann trotzdem noch so ein bisschen sehr vorsichtig und will sich nicht irgendwie zu viel Optimismus da dann einreden. Aber es passt halt gerade irgendwie sehr gut. Also gerade auch wenn du gegen Köln auf die Statistiken guckst, ich glaube, die haben ein einziges Mal tatsächlich aufs Tor geschossen, alles andere wurde halt entweder vorher abgefangen oder ging dran vorbei. Ich weiß gar nicht, ob die in der ersten Hälfte überhaupt mal irgendwann nennenswert in unserer Spielhälfte waren. Also das ist schon eine ordentliche Nummer, die wir da hingelegt haben. Das ist absolut richtig, aber ich meine, du hast ja eben erwähnt, es ist nicht so, dass die jetzt großartig viele Chancen hat. Natürlich, du bist als Eintracht-Fan immer so ein bisschen, du siehst das Risiko kommen, auch wenn es objektiv gar nicht da ist, ja, aber am Ende muss man sagen, dass Köln für mich nicht wirklich gefährlich war. Ich finde die Mannschaft eigentlich nicht so schlecht, muss aber sagen, das, was ich ihr herbeigesprochen habe, konnte sie an diesem Tag nicht wirklich beweisen, aber ja, oder Patricia, sehe ich das falsch, waren die gefährlicher, als ich das jetzt so wahrhaben will? Nee, ich glaube, das liegt wahrscheinlich auch viel, viel an der guten Abwehrarbeit, die wir jetzt schon angesprochen hatten von der Eintracht. Aber so richtig gefährlich war das nicht, bis auf es gab so ein paar Minuten, wo das auch bei der Eintracht so ein bisschen wackelig war hinten. Jetzt nicht extrem, aber ich hatte irgendwie Angst. Das war, glaube ich, Anfang zweiter Halbzeit, bevor es dann so richtig losging und man da auch wieder selbst mehr Zug im Spiel hatte. Stimmt, ja. Da hatte ich so ein bisschen Angst und auch so ein mulmiges Gefühl. Und natürlich habe ich mir dann auch nach dem 1-0 gewünscht, dass man dann vielleicht doch lieber zur Sicherheit das 2-0 macht. Kann ja dann durch irgendeinen dummen Konter oder irgendeine Standardsituation doch nochmal gefährlich werden, aber so richtig gefährlich war das von Köln dann auch nicht. Also ich glaube, Dennis war da ein paar Mal vorm Tor so halbchancenmäßig, wo ich mir gedacht habe, okay, wenn man da nicht aufpasst, könnte was passieren. Aber mehr kam da dann, glaube ich, auch nicht. Was auch dafür spricht, dass die Eintracht, glaube ich, ganz gut runtergespielt hat. Ja, aber ich finde, darüber kann man sich auch mal freuen. Ich habe irgendwie, ja, klar. Was mich ein bisschen nervt, ist dieses Jahr, das war nur Köln und das, was jetzt irgendwie so rumgeht und mittlerweile hat man sich schon dran gewöhnt. Ganz im Ernst, wenn ich mir die Spiele angucke, Schalke, da war eine Phase drin, wo dann Jovic es gedreht hat. Gegen Hertha hast du dieses Hinteregger-Tor gebraucht. Du hast jetzt mit Indika den Deckel drauf gemacht. Das ist schon eine Qualität, die die Eintracht hat und das ist ganz, ganz klar. Die Einstellung, erinnert ihr euch noch, als wir in dieser Unentschieden-Serie hier immer über Aufstellungen diskutiert haben und wir uns dann irgendwann gesagt haben, ey,
scheiß mal auf die Aufstellung, es geht auch ein bisschen um die Einstellung. Ja. Und ich finde, dass die Eintracht das gezeigt hat. Die Eintracht hat viel mehr Zutrauen. Und da ist es dann fast auch egal, wer wann in welcher Konstellation auf dem Platz steht. Natürlich hat diese Doppelzehn viel geholfen. Ich finde aber auch, dass du in der Mannschaft, und das siehst du einzelnen Spielern an, So hat den Kopf weiter oben, Hinteregger ist sehr, sehr emotional geworden. Und ich finde, du siehst dieser Mannschaft an, dass sie plötzlich selber dran glaubt. Und deswegen gewinnst du diese Spiele. Und ich kann nicht diese Entwicklung nicht jahrelang fordern und dann ist sie da und dann kleinreden. Also ich bin unglaublich zufrieden, dass das so ist. Weil endlich ist es eingetreten. Dieser Trottel, wir können ja nicht immer sagen, ey, du Depp, lässt das Tablett eh fallen. Dann serviert der Kellner dir ein unglaublich geiles Menü, macht nicht einen Fehler. Und dann sagst du, ja, aber so gut schmeckt das Essen jetzt auch nicht. Also ich glaube, dass viele Eintracht-Fans sollten sich ein bisschen, ja, wie soll ich das sagen? Man sollte den Moment einfach genießen. Als wir damals die Büffelherde hatten, haben wir gesagt, ey, das muss man mit dem großen Löffel essen. Und diese Mannschaft jetzt auch, auch wenn ich jeden verstehe, der das nicht kann, aber nicht, weil die Mannschaft an irgendwelchen Stellen hakt, sondern weil wir nicht ins Stadion dürfen. Das ist für mich das viel größere Drama, dass wir in dieser geilen Phase nicht dabei sein können. Ne? Das ist übel. Ja. Hast du völlig recht, ja. Was so ein bisschen das Problem ist oder in der Vergangenheit ja war, und das, finde ich, haben wir auch gut abgestellt, sind diese eklatanten Fehler individueller Art beim Aufbauspiel. Jetzt hatten wir mal ein, zwei Fehler. Ich weiß noch, ein Pass war mal von Endika, der dann wieder, ich glaube, Dennis hatte das dann ausgenutzt gehabt, der dann mal gefährlich vors Tor kam. Aber trotzdem natürlich, das standen wieder zwei, drei Leute dabei, der Winkel wurde wieder klein gemacht, die Leute arbeiten mit, die sind alle motiviert. Ja, hast du mal am Teilen der Saison hast du Punkte verschenkt, weil eben diese individualen Fehler dann auch dazu geführt haben, dass die anderen ja vielleicht auch einen Tick langsam waren, doch nicht so hundertprozentig dabei. Hier funktioniert das Konstrukt momentan. Basti, da gehe ich voll mit. Im Moment ist es, es scheint zumindest so, als wäre es egal, wer spielt, beziehungsweise gut, wir spielen jetzt sowieso immer fast mit derselben Ausstellung. Trotzdem, es funktioniert, es geht und dementsprechend tut mir es natürlich trotzdem weh. Du hast schon einen Spieler eben auch angesprochen, So, der für mich überragend diese Rolle auch auf der 6 mit einnimmt, was ja immer schon eine Schlüsselrolle auch bei der Eintracht in vergangenen Saisons war. Ich hoffe auch, dass er das weiterbringen kann. Schade, dass er jetzt nächstes Spiel nicht mitwirken kann, aber trotzdem, das sind schon Spieler, auch wenn wir jetzt weggehen wollten von dieser Individualkritik oder auch Individuallob, finde ich schon, dass eben dieses Konstrukt und Hinteregger auch genial, wie er hinten die zwei sozusagen mitführt und da diese Leaderrolle übernommen hat, wo wir lange Zeit gesagt haben, kann er das, funktioniert das? Im Moment mache ich mir da gar keine Sorgen mehr drüber und das ist doch super. Und dementsprechend, Basti, ich bin voll bei dir, genießen, geil und wenn es mal wieder anders kommt, wieder analysieren, was ist los. Aber im Moment sehe ich gar nicht, dass das so schnell sich ändern kann, wenn wir weiterhin eben diese Leistung bringen. Ja, und diese Leistung, die du gerade angesprochen hast, ich glaube, ich lese es relativ häufig aktuell, dass halt gesagt wird, ja, was wäre gewesen, hätten wir die ersten Spiele in der Hinrunde halt nicht nur unentschieden gespielt, sondern auch gewonnen. Ich glaube, da macht man sich so ein bisschen ein vor, ja, denn was du angesprochen hast, diese Stockfehler und so weiter und so fort, das ist ja alles auch eine Entwicklung, ja. Es ja, ist eine Entwicklung des Teams, auch von eine Entwicklung von Hütter festzustellen, dass halt vielleicht ein Ilsanker nicht die 1A-Lösung ist, mit der wir dauerhaft spielen sollten. Das ist eine Entwicklung, dass auch jemand wie Younes erstmal reinkommen muss. Ne? Der musste erstmal reinkommen in diese dauerhafte Spielsituation, die er mittlerweile herausragend gut löst. Also das ist eine gesamte Entwicklung, dass wir jetzt weg von diesen Unentschieden hin zu diesen Siegen gehen und mittlerweile eine Eintracht sehen, die wirklich zu Recht auf Platz 3 steht. Und trotzdem darf man nicht vernachlässigen, dass diese Entwicklung halt genau diese Unentschieden auch benötigt hat und dass man nicht separat denken kann. Da macht man es sich zu einfach. Also es ist leider kein PlayStation 5-Spiel, wo du dann immer, wo du ganz easy halt mit 5-0 gewinnen kannst, wenn du gut genug bist, sondern es ist eine Entwicklung. Und es ist ehrlich gesagt wie bei einem PlayStation-Spiel, wenn du zum allerersten Mal FIFA spielst, da musst du auch besser werden. Ja. Ja, ist, glaube ich, ja, eine ganz die gute Form von Kostic, genau, sorry, René, sagst du erst. Nee, ich habe nur gesagt, das ist eine ganz gute Zusammenfassung. Wir haben diese Lernphase halt eben gebraucht und es ist natürlich jetzt einfach so aus einer Rückschau zu sagen, ach, hätten wir vor 21 Spieltagen oder vor 15 Spieltagen mal nicht nur einen Punkt, sondern drei Punkte mitgenommen. Man lässt halt dabei so ein bisschen außer Acht, dass die Situation damals noch eine andere war, als wir sie jetzt sehen. Ja, da, ich meine, ihr habt recht, aber ich gestehe hier in unserer Familienrunde,
dass ich da trotzdem noch ab und zu dran denke. Also ich bin das auch noch nicht losgeworden. Weil selbst da mit diesen beschränkten Mitteln, die wir hatten, mit Chor, Ilsanka, und da gab es Aufstellungen, wo wir dachten, und spielerisch, es ist nicht so, dass wir nicht gegen Bremen und Köln hätten gewinnen können damals. Aber vielleicht, es bringt halt nichts mehr. Ja, aber vielleicht ist das auch ein Vorteil, eben zu wissen oder im Kopf zu haben, dass die Unterschiede gar nicht so groß sind, weil das vielleicht dann auch irgendwie so ein Stück weit dazu führt, dass die Spieler und die Verantwortlichen halt auch wacher sind, weil du halt weißt, dass das ein sehr schmaler Grat ist, in dem du dich da bewegst, und wenn du da so ein bisschen zu weit runterkommst, du dann wieder in so einer Unentschieden-Serie bist. Ja. Kann auch von Vorteil sein. Ich glaube einfach, wir sollten einfach alle zufrieden sein. Und Dennis hat es, glaube ich, gesagt, die Zeiten, wo es vielleicht mal wieder ein bisschen stockt werden, kommen, und dann kann man dann darüber sprechen, warum das so ist. Es ist jetzt aber nicht so, dass man irgendwie schon was sehen könnte. Also es ist ja oft so, dass wir sagen, ja, wie kann es sein, dass der die und die Position seit Jahren nicht besetzt ist? Wie kann es sein, dass die Eintracht das und das macht und dass der so und so weiter, irgendwelche Sachen, wo man sagt, okay, das könnte uns irgendwann um die Ohren fliegen. Da sehe ich halt aktuell nichts, außer die Chancenverwertung. Aber selbst das ist was, wo man noch sagen kann, solange die Chancen da sind, easy. Also ich glaube, es wäre schlimmer, wenn wir keine Chancen hätten und dann darauf angewiesen wären, dass wir jede, die wir haben, nutzen. Ja, das ist richtig. Wir haben halt jetzt die Möglichkeit, uns sehr, sehr viel rauszuspielen. Da kann, wenn das so ist, das ist wie, wenn du viel Geld hast, dann kannst du dir halt mehr Sachen kaufen. Dann musst du halt aber aufpassen, dass du es auch schaffst, wenn du mal ein bisschen weniger Budget hast. Also da musst du einfach gewappnet sein, weil ich glaube, jetzt kommt eigentlich ein perfektes Spiel. Also es kommt jetzt ein perfektes Spiel, um zu sehen, okay, das sieht ganz geil aus, aber jetzt kommt jemand, der guckt mit der Lupe hin. Und vielleicht sehen wir da Sachen, wo wir sagen, ach guck mal, das ist noch gar nicht so stabil, wie wir gedacht haben, aber meine Güte, also die Wohnung sieht trotzdem noch schön aus. Sehr gut, ja. Eine Sache noch dazu, mit einer Aussage von Endika hat mich da so ein bisschen mal aufatmen, oder wo ich gedacht habe, oh, siehst du mal, da trauen sie sich jetzt auch im Interview mal ein bisschen offener drüber zu sprechen, ist eben diese akribische Arbeit, die betrieben wird. Er hat zu seinem Tor, glaube ich, war das ein Statement gegeben, dass er eigentlich, ja, es war eher Zufall, dass er halt dann diese Situation an der Stelle genutzt hat, weil die Schwäche von Köln in den Analysen rausgearbeitet wurde, und ob er dann da steht, ob Hinti da steht oder sonst wer, ist eigentlich an der Stelle egal, oder vom Laufweg her hätte es jeder sein können. Und da merkst du natürlich, dass diese Automatismen und diese Funktionalitäten, deshalb, wir sehen ja auch hier jede Woche eigentlich dieselbe Startelf und so weiter, was ja Hütter, das ist ja eigentlich Hütters Ding genau, nämlich zu sagen, ich spiele eigentlich immer mit genau denselben Nasen, und wenn die spielen, da muss schon viel kommen, dann müssen sie nicht fit sein und so weiter. Vielleicht sind diese Automatismen, die wir uns so lange gewünscht haben, auch hier jetzt endlich so, dass er sagt, wunderbar, wir können jetzt auch an so Situationen arbeiten und nicht in der Woche muss ich den aufstellen, in der Woche den, oder Marvin, du hast vorhin schon gesagt, manche Spieler haben natürlich auch diese spielerische Klasse dann nicht, die zwangsläufig dann in der Startelf standen. Ist ein schöner Lerneffekt von Hütter, ist ein schöner Lerneffekt von der Mannschaft, und wenn wir dann natürlich auf so tolle Automatismen und dann auch noch so formstarke Spieler wie ein Kostic, der auch wieder ein Mega-Pensum da abgeliefert hat, und wie ärgerlich, dass dieses Tor dann nicht gezählt hat wegen dem Millimeter im Aus. Das sind aber alles Sachen, mache ich mir auch überhaupt keine Gedanken. Wir sehen momentan, wir performen vielleicht etwas drüber, und das müssen wir ausnutzen. Wir haben jetzt gegen Mannschaften, die gerade auch jetzt, wo man sagt auf dem Papier, oh, da müssten wir eigentlich schon punkten, haben wir jetzt wunderbar auch hier Punkte gesammelt, und dementsprechend jetzt, ja, müssen wir schauen, was gegen Bayern drin ist. Da finde ich es halt wirklich schade, dass wir nicht mit So spielen können, auch wenn jetzt wieder weg von dieser Individual, aber das ist für mich jemand, gerade diese Sechserposition, es macht halt viel aus. Die Räume werden da auf jeden Fall auch da sein. Ob Rode wird wahrscheinlich dann der Austausch ja sein, dass jetzt nach dieser langen Nicht-Spielzeit oder wenig Spielzeit so erfüllen kann, muss man schauen. Aber wie gesagt, schauen wir einfach mal, und über das Bayern-Spiel sprechen wir ja dann gleich nochmal. Wäre die Frage, haben wir jetzt noch was zu Köln zu sagen? Sonst könnten wir, wenn wir ja sowieso schon so sehr Richtung dem Bayern-Spiel kommen, dann halt einfach darüber wechseln. Gut, dann lass uns über das Bayern-Spiel sprechen. Wir haben es jetzt mehrmals schon erwähnt. So wird am Wochenende, am Samstag, nicht auflaufen, hat die fünfte gelbe Karte am vergangenen Wochenende gesehen und darf damit ein Spiel pausieren. Die Bayern haben gestern den vergangenen oder jetzt abgeschlossenen Spieltag
quasi geschlossen mit einem Unentschieden gegen Bielefeld, wo ich mir jetzt nicht ganz sicher bin, ob das jetzt einfach an dem Schneethema lag, was ja in der zweiten Hälfte dann aber auch beseitigt war, oder ob denen einfach diese Katar-Reise noch so sehr in den Knochen gesteckt hat, weil, wenn ich das richtig gelesen habe, sind die ja, glaube ich, Donnerstag erst zurückgekommen. Deswegen ist das Spiel ja auch auf den Montag gelegt worden. Festhalten kann man, glaube ich, dass sie in der Abwehr nicht so besonders gut aussahen. Wobei ich mir da nicht so sicher bin, ob das jetzt ein einmaliges Thema war oder nicht. Wie geht ihr denn mit der, oder andersrum gefragt, mit welcher Erwartungshaltung geht ihr denn in dieses Bayern-Spiel, Patricia? Oder du? Ja, also an sich ist es halt gegen Bayern immer so, dass du sagst, gut, wenn du was holst, ist es schön. Wenn nicht, ist es nicht überraschend. Aber natürlich hat man so ein bisschen Hoffnung, wenn man weiß, klar, die Eintracht ist gerade sehr, sehr, sehr gut in Form. Und man sieht ja auch, die spielen schön, die spielen gut, die stehen stabil. Und dann hörst du, die Bayern haben so ein bisschen ihre Probleme. Natürlich macht man sich da Hoffnung. Andererseits habe ich aber dann auch diese gewisse Angst, wenn Bayern verloren hat beziehungsweise unentschieden gespielt hat gegen ein Team, gegen das sie eigentlich den Anspruch haben zu gewinnen, was so fast alle Teams in der Bundesliga sind, dann habe ich halt Angst, dass die so angefixt sind und dann am nächsten Wochenende erst recht beweisen müssen, wie krass sie doch sind und dass sie der FC Bayern sind und dann da irgendwie dann nochmal Geschütze auffahren und das dann doch nicht ganz so angenehm wird. Deswegen gehe ich da mit so gemischten Gefühlen rein, aber natürlich diese Hoffnung ist ja immer da, dass man es gewinnt einfach, wie auch immer. Und das, die Zeichen stehen ja jetzt nicht so schlecht, dass die Eintracht da eine gute Figur machen kann. Will mich aber auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, weil also, es ist halt immer noch Bayern. Es ist halt diese gemischte Gefühlslage. Aber zumindest, wenn man mal so guckt, wie wir die letzten Spiele gelaufen sind. Ich meine, wir haben jetzt 4 Spiele in Folge nicht verloren. Wir haben eigentlich in diesem Jahr noch gar kein Spiel verloren. Es waren jetzt von den 8 Spielen 7 Unentschieden und 7 Siege, 1 Unentschieden, so rum. Sagen wir mal so, wir können sie zumindest ärgern. Und wenn mir irgendwas Freude bereitet, dann die Bayern zu ärgern. Mir wäre es lieber gewesen, die Bayern hätten ganz normal gegen Bielefeld gewonnen, muss ich sagen, weil Patricia hat da schon einen Punkt. Die lassen immer mal wieder schleifen, aber wenn die dann einen mitkriegen, dann korrigieren die das ziemlich schnell und können das. Gerade gegen Topmannschaften sind die dann doch da. Und ich sage es, ich habe es zum zweiten Mal gesagt, ja, das ist eine Topmannschaft, das heißt, die Bayern werden uns auch jetzt nicht unterschätzen und denken, ach, guck mal, wir müssen jetzt nach Frankfurt fahren, das ist irgendwie Daily Business zwischen Champions League und irgendwelchen dubiosen Katar-Reisen und Weltpokals und bla, ja, wo du dann die Chance nutzen kannst, sondern das ist jetzt irgendwie die Eintracht, wo die sich wahrscheinlich auch ein bisschen herausgefordert fühlen. Sag, guck mal, die Eintracht, die machen hier ein bisschen auf in der Liga. Da kann ich mir schon vorstellen, dass der ein oder andere Spieler ist, der denkt, so, wir zeigen der Eintracht mal, was der Top-Mannschaft ist, die alle 3 Tage spielt und Champions League und dies und das. Aber am Ende ist es auch egal, weil die Bayern können sich denken, was sie wollen. Die haben trotzdem Probleme diese Saison. Die kassieren sehr, sehr viele Tore. Ich habe die gesehen, zum Beispiel 120 Minuten gegen Kiel. Und da hat Kiel auch sehr, sehr gut mitgespielt und auch Lücken gefunden. Und ich glaube, dass die Eintracht Chancen bekommen wird, weil Bayern trotzdem immer sehr hoch steht, egal in welcher brenzlichen Situation die sich befinden. Ja, das ist richtig. Und da musst du halt irgendwie eine Lösung finden, dass du einfach hinter diese Abwehrkette kommst. Und da muss ich sagen, bin ich noch nicht so weit in meinen Gedanken, dass ich mir das vorstellen kann, weil mir trotzdem, trotz aller Euphorie, trotz allem Entwicklungsstatus, den die Eintracht gerade hat, das sehe ich noch nicht, weil die Schnelligkeit immer noch nicht da ist. Ich kann, also der Kader ist trotzdem zu langsam, dabei bleibe ich leider, es tut mir leid. Das Silva kannst du nicht steil schicken, du kannst einzig Kostic steil schicken, ansonsten war es das auch. Younes kannst du nicht steil schicken, das heißt, die Eintracht nimmt sich ein bisschen die Option, da vielleicht abwartender zu sein, auf Konter zu spielen, weil die das halt nicht drin hat. Und das wird dazu führen, dass sie einfach wahrscheinlich mitspielt. Und was ich auf jeden Fall erwarte, ist, glaube ich, ein geiles Fußballspiel von zwei Mannschaften, die Bock haben, Fußball zu spielen. Und wenn das dann so aussieht auf dem Platz, dass du vielleicht nicht immer während dem Spiel erkennst, wer hier Bayern ist und wer die Eintracht ist, dann hätte die Eintracht schon viel gewonnen und dann würde sich die Entwicklung, die wir hier beschrieben haben, glaube ich, auch ein bisschen bestätigen.
Das Beste ist tatsächlich, dass die Eintracht im Vergleich zu vielen anderen Top-Teams, in Anführungsstrichen, sogenannte Top-Teams, sich gerade in einem absoluten Leistungshoch befindet. Das ist natürlich grandios. Ne? Wir dürfen nicht vernachlässigen. Wir haben 21 Spiele gespielt und nur 2 verloren. Nur 2 verloren in 21 Pflichtspielen in der Bundesliga. Das ist extrem wenig. Und das ist natürlich dieses derbe Hinspiel, 0-5 Niederlage gegen die Bayern. Und das ist halt das Ding gegen Wolfsburg. Und selbst gegen Wolfsburg hättest du nicht verlieren müssen. Also wenn ich mir das angucke, das ist schon eine brutal krass gute Leistung aktuell. Und dann ist es tatsächlich so, im Gegensatz zu anderen Mannschaften, die jetzt persönliche Probleme wieder mit sich rumtragen. Wie ist es mit Dortmund? Wie ist es jetzt mit Gladbach? Die werden jetzt ganz andere Probleme bekommen. Und ja, die Bayern sind nicht in ihrer absoluten Hochform. Natürlich, wir sind die Weltpokalsieger geworden. Ja, gegen Schlag mich tot, hab noch 3,50 Mark und dann gegen das mexikanische Team Tigres, die wirklich halt natürlich einen Wert haben. Ja, ansonsten ist es halt ist ein Quatschpokal. Im Endeffekt würde ich mich mal freuen, wenn es wirklich einen Weltpokal geben würde, der dementsprechend anders ausgestaltet wäre. Das kann nämlich in der Theorie wirklich eine ganz gute Sache sein. Aber solange halt in den Vorrunden dann so Gaunermannschaften dabei sind. Nun ja, aber kommen wir zum Wesentlichen. Ich sehe das, und das Basti hat es ja skizziert, wir sehen die Defensivanfälligkeit der Bayern. Das muss nicht auf Dauer was bedeuten, aber wir haben natürlich schon gesehen, natürlich ist es das Ding gegen Bielefeld war jetzt schon krass, die kriegen nicht immer 3 Gegentore, aber sie kassieren mehr Gegentore. Und die Eintracht ist eine Mannschaft, die sind gerade total on fire, die haben Bock. Es könnte nicht besser sein. Deswegen hoffe ich auch auf ein offenes Spiel und ich glaube auch, dass uns vielleicht gar nicht als Nachteil gereichen kann, dass wir dementsprechend umstellen müssen. Ich finde es schade, dass So nicht dabei ist, weil ich hätte ihn sehr, sehr gerne gesehen. Aber auch da gibt es ja mittlerweile immerhin Optionen. Ihr habt es eben angesprochen. Wahrscheinlich würden wir mit Rode gehen. Auch einer mit Bayern-Vergangenheit. Es ist echt krass, weil so nah an dieser Balance der Großen waren wir selten dran. Und da jetzt weiter zu bestehen, wäre schon sehr geil. Voll d'accord. Und mit der Defensive, ich hatte noch mal die Tage auch geschaut gehabt. Ich glaube, die Bayern haben in den letzten Jahren sonst immer an der Abschlusstabelle so um die, na, wenn es 32, 33 Gegentore gehabt. Jetzt sind es schon auch 29. Also es zeigt schon deutlich. Und wir, das ist ja das, wo wir auch vorhin schon drüber gesprochen haben. Eigentlich müssen wir uns keine Sorgen machen, dass wir erstens überhaupt keine Chancen haben und zweitens, dass wir nicht auch teilweise abgezockte Kerle wie Silva oder sowas vorne haben. Und der Elfmetergott war jetzt auch nicht unbedingt ungnädig zu uns dieses Jahr. Also ich bin auch optimistisch. Wir müssen einfach, und das ist genau der Punkt, wir müssen eigentlich die Leistung aus den letzten Spielen hier auch am Wochenende wieder auf den Platz bringen und nicht vor Angst oder vor Respekt, der vielleicht dann dem einen oder anderen Spieler einfach beim Namen Bayern München immer noch im Rücken hängt, das muss abgeschüttelt werden. Das darfst du gar nicht haben. Und dann, wenn dann so schöne Sachen wie auch ein sehr gutes, eine sehr gute Analyse, vielleicht wieder wie jetzt hier beim Köln-Spiel, dass ein bei Standardsituationen entsprechende Automatismen dann umgesetzt werden. Wenn das funktioniert, warum soll das nicht, wenn das gegen Köln funktioniert, warum nicht gegen die Bayern? Also es ist momentan, ich glaube tatsächlich, dass du im Moment sehr guter Vergleich. Wenn das nicht gegen Köln funktioniert, kann es aber auch gegen die funktionieren. Die Top-Mannschaften, genau. Nein, Quatsch. Aber schauen wir einfach, was am Ende funktionieren kann. Und ich finde, wir haben eine sehr gute Offensive. Die Bayern haben tatsächlich ein bisschen Probleme in der Defensive. Hoffen wir einfach drauf. Eine ganz kurze Frage. Und zwar, wir haben ja eben über die Personalie Rode schon gesprochen. Ist das dann das Sinnvolle und Klare, was, dass Rode reinkommt oder Patricia, würdest du andere Ziele verfolgen? In Anbetracht der Tatsache, dass Basti ja vollkommen zu Recht auch gesagt hat, dass uns so ein bisschen die Schnelligkeit abgeht. Würdest du vielleicht andere Dinge skizzieren oder würdest du die präferieren? Wie siehst du das? Ja, mein erster Gedanke war auch Rode, weil das halt einfach der 1:1 Wechsel ist zu So, was ja auch vollkommen solide und in Ordnung ist und wahrscheinlich auch so die Sicherheit reinbringt, die du brauchst. Andererseits hatte ich in dem Moment, als Basti meinte, man kann Silva nicht schicken, dran gedacht, was ist denn mit Jovic? Das ist auch nicht der allerschnellste Stürmer, ist trotzdem schneller als Silva, habe ich das Gefühl. Er ist einfach so ein bisschen, der hat mehr diesen Biss, so einem Ball hinterherhechten zu wollen noch. Ja, ich weiß aber nicht, keine Ahnung, man kann ja gegen Bayern eventuell auch eine Überraschung bringen und zuletzt gab es ja Diskussionen um Jovic, ob er da nicht vielleicht irgendwie ein bisschen angefressen ist und so weiter und so fort.
weiß nicht, wenn man ihn mal jetzt von Anfang an reinwirft, vielleicht hilft das ja auch so ein bisschen, wenn du, sagen wir mal, er war wirklich angefressen, dass er dann nochmal so richtig zeigen will, hey, ich bin jetzt von Anfang an da und ihr seht auch, was ihr davon habt, mich auf dem Platz zu haben. So, vielleicht hat er so diesen Ehrgeiz dann noch, also so ein jetzt erst recht Einstellung. Ich weiß es nicht, deswegen. Ich will ja die Doppelspitze schon lange sehen, deswegen werfe ich das jetzt einfach mal so in den Raum. Ich finde es super. Alternative. Ich finde es super, dass du das jetzt in den Raum wirfst, um mal ein bisschen Provokation hier in diesen lahmen Haufen mal zu bringen, der Einigkeit oder so, sondern wird langsam mal Zeit, dass wir hier uns noch ein bisschen fetzen, weil ich finde die Idee immer noch ganz schön. Natürlich ist es krass, wenn du sagst, du machst jetzt eine komplette Offensive mit zwei Stürmern, nimmst dir dementsprechend auch ein bisschen die Möglichkeit, dann nochmal einzuwechseln, weil natürlich so einen Jovic von der Bank zu bringen, auch immer so ein gewisses Momentum der Unsicherheit bei den Bayern hervorrufen könnte. Das würde dann dementsprechend abgehen. Andererseits, warum solltest du nicht gerade gegen die Bayern das mal testen? Ja, da sehe ich überhaupt keinen Widerspruch drin. Die spannende Frage ist ja, was machst du dann dahinter? Also, du müsstest ja dann theoretisch einen Zehner wegnehmen, dann brauchst du aber trotzdem ja wieder einen, den du für So dann auf der 6 da hinten stellst. Dann bist du ja doch wieder bei Rode. Also. Ja, das Ding ist, ich weiß nicht, ob Patricia denselben Tweet gesehen hat wie ich, aber irgendein Freak hat bei Twitter eine Aufstellung gepostet, liebe Grüße, wo er eben genau diesen Tausch gemacht hat. Der hat quasi eine Doppelspitze genommen und dafür nur noch einen Sechser gestellt. Okay. Wo du, dann hast du quasi drei Abwehrspieler, einen Sechser, dann eine Viererkette hinter den beiden Spitzen. Da müsste halt jeder mitarbeiten. Das wäre halt natürlich schon. Also ja, da musst du zu Dom und Kostic sagen, ja, so weit vorne spielt ihr heute nicht. Dann musst du auf die 6 Iltanker stellen, der in seinem Leben nichts anderes macht als verteidigen. Und dann kannst du vielleicht dann mit Younes und Kamada hinter Jovic und Silva was machen. Ich glaube aber, das ist jetzt nicht die Zeit für Experimente. Bei ich hätte mich Bock drauf. Ich hätte auch. Zumindest nicht drauf. Dieser großen Art. Deswegen glaube ich einfach, dass Rode reinkommt. Ich finde aber krass, dass das für uns nicht selbstverständlich mehr ist, sondern die Entwicklung der Eintracht geht so weit, dass man überlegt, ja, Rode, grundsolider Spieler, aber, weil das sehe ich auch so, das ist irgendwie komisch, so, Rode, ich habe das, glaube ich, schon vor ein paar Wochen schon mal gesagt, wenn du siehst, dass die Eintracht, ich glaube, das waren die ersten 20 Minuten im Pokal gegen Leverkusen, wenn du siehst, wie die Eintracht Fußball spielen kann und dann Sebastian Rode der schlechteste Fußballer auf dem Platz ist, dann weißt du schon Bescheid, was gerade abgeht, so, also das ist wirklich Wahnsinn. Rechne aber jetzt mal diese Übernationalität raus, was das betrifft. Und ich glaube, dass Rode hier genau der Richtige ist, weil er ist Arbeiter, der ist mit Hasebe zusammen, haben die schon die ein oder andere Schlacht geschlagen, also die kennen sich. Ja, das wäre für mich quasi das Argument zu sagen, da muss ein Verbund her, der eingespielt ist, weil du die Bayern auch immer im Blick haben musst und dabei wirklich ständig unter Stress stehst. Ja. Und dann musst du vorne gucken. Ich glaube, was ich machen würde, ich würde vielleicht Barkok für Younes reinnehmen vorne, dass du mit ihm und Kamada so trotzdem eine gewisse Schnelligkeit hast, weil die beiden kann man theoretisch schon schicken. Und dass du dann irgendwie mit Younes und Jovic vielleicht noch Optionen hast, aber. Finde ich ganz spannend. Gute Idee eigentlich. Könnte man auch mal probieren, ne? Also Barkok war jetzt die letzten Wochen ja so ein bisschen außen vor, aus diversen Gründen. Und ich würde es jetzt mal wieder interessant finden, dieses Moment reinzusetzen gleich, damit, dass du halt dann dementsprechend nochmal nachhauen kannst. Und ich glaube auch, so ein Younes ist tatsächlich jemand, der könnte dann nochmal ein paar Akzente setzen, wenn er reinkommt. Also eher als andere Spieler. Beispielsweise ist für mich immer noch Kamada kein Einwechselspieler. Ja, es gibt Spieler, die brauchen dieses Gefühl von Beginn an und müssen sich in eine Partie erst reinversetzen. Da ist Kamada eher der Fall und ich kann mir schon vorstellen, dass Younes, bei dem es ja eh in der letzten Zeit noch nicht über 90 Minuten hinweg, also dass diese komplette Dauer über 90 Minuten vielleicht noch ein bisschen viel ist, könnte auch mal reinkommen. Finde ich gar nicht verkehrt. Aber Marvin hat völlig recht, um seinen Punkt nochmal aufzugreifen. Es ist natürlich eine gewisse Gefahr mit Barkok, gerade in der nach hinten Bewegung, in der Defensivbewegung. Was mir auch ein bisschen wehtun würde, auch nochmal bei diesem, das Konstrukt gefällt mir eigentlich richtig gut, mit auch zwei Spitzen vorne, Silva und Jovic, und du machst richtig Vollgas. Was mir aber daran nicht gefällt, ist, dass du dir eigentlich diese Power, die du die letzten Wochen wieder über den Kostic, über die Außen bekommen hast, musst du eigentlich dann ja komplett beschneiden, weil du sie wirklich sagen musst, wie, ich glaube, Basti, du hast vorhin schon gesagt, denen musst du eigentlich sagen,
bitte zur Mittellinie, nicht weiter, keine großen Wege nach vorne, weil ihr einfach sonst hinten fehlt. Ihr müsst helfen, ihr müsst in die Mitte ziehen. Das ist schwierig und ich glaube, dass das tatsächlich das ganze Konstrukt eher verwirren würde. Gerade wo es jetzt eigentlich ganz gut funktioniert, muss natürlich schauen, inwieweit die Bayern das dann natürlich auch entsprechend zustellen und so weiter. Man muss da reagieren und das finde ich ja das Tolle, dass du das eigentlich mittlerweile kannst. Nämlich, du hast die Spieler, ihr habt es richtig gesagt, du kannst mit dem Barkok ein bisschen Nervosität noch mit reinbringen, du kannst mit einem Jovic, wenn du den einwechselst, bringst du einfach eine gewisse Power rein, die auch die Bayern erstmal verarbeiten müssen. Und deshalb, ich glaube, von meiner Seite aus würde ich tatsächlich auch einen 1-zu-1-Wechsel machen mit Rode So und erstmal so spielen, wie wir sind. Jovic, warum bringst du ihn dann teilweise erst in der 70. Minute? Könntest du ja auch schon ein bisschen früher, wenn der Spielverlauf es hergeben sollte, etc. etc. Also Doppelspitze jetzt hier im Bayern-Spiel, klar, voll Power und es spricht auch dafür, mit einer starken Offensive da vorne alles zu probieren. Aber ich glaube, gerade was wir auch die letzten Spiele gesehen haben, die müssen ja auch gefüttert werden vorne. Und da, glaube ich, brauchen wir wieder einen starken Kostic auf der Seite und ja, das wär schade, wenn wir diese Option dann so ein bisschen einschränken müssen, nur um im Endeffekt mit einer zweiten Spitze vorne laufen zu können. Ja, ich finde diese Gedankenexperimente, die wir haben, sind ja auch völlig okay. Ich glaube aber wirklich, dass du auch gar nicht so viel ändern solltest. So, da machst du halt Rode für So rein und ziehst es weiter erstmal durch. Und dann kannst du natürlich, wie du es gesagt hast, in den Auswechslungen dich ein bisschen flexibler gestalten. Und dann Jovic vielleicht, weiß ich nicht, wenn einer irgendwie ganz schlechten Tag zur Halbzeit bringen oder je nach Ergebnis. Weil die Spieler, wo du vielleicht längerfristig eine Entwicklung einbauen kannst, kommen ja danach. So, also ich glaube, dass du, wenn du eingespielt bist und schon auf Ausfall mit Soap zu verkraften hast, sollte man vielleicht gar nicht so viel ändern, weil das kann ganz, ganz schnell auch nach hinten losgehen. Ja. Also du kannst ganz schnell irgendwie in Unordnung bringen, wo die Mannschaft sich gerade nicht wohlfühlt, obwohl sie auf dieser Welle reitet. Lass sie halt auf der Welle reiten. Man kann immer noch gucken, was in den nächsten Wochen passiert, wenn es mal nicht so klappt, ob man dann was ändert. Warum sollten wir was ändern? Die Eintracht soll einfach mit dem System, in dem sie sich gerade wohlfühlt und mit der Power, mit den Abläufen, die sie gerade hat, einfach probieren, was da gegen Bayern passiert, wenn man das so anwendet. Und dann kann man immer noch schauen. Wir werden noch viele Spieler haben. Wir werden auch noch Ausfälle haben. Wir haben jetzt hier die erste Gelbsperre. Da werden auch noch kleine Verletzungen dazukommen. Also, dass da irgendwie jeder nochmal zum Zug kommt, da habe ich keine Bauchschmerzen. Aber wenn es halt nicht so ist, musst du es halt auch nicht erzwingen, wenn es gerade eh läuft. Passt. Ja, wichtiger Punkt. Was ich euch noch fragen wollte in dem Zusammenhang, du hast zwar jetzt gesagt, man sollte nicht so viel ändern, trotzdem, ich sehe so ein bisschen die Anfälligkeit durch Durm da auf der rechten Seite, der zwar sehr oft viel offensiv am vergangenen Wochenende getan hat, aber in der Defensive dann da vielleicht nicht immer so on point war. Und gerade auf der linken Seite bei den Bayern hättest du ja mit einem Davis da doch den ein oder anderen schnellen Spieler. Das würde mir so ein bisschen Kopfschmerzen bereiten. Sehe ich das zu kritisch oder sagt ihr, ja? Du siehst es richtig, aber du kannst keine Alternative anbieten. So, weil diese, genau das, wovor du Angst hast, vor defensiven Wackeln, da kannst du bei Touré, der macht es dir entweder richtig geil oder der haut dir drei Böcke rein und dann fliegt er vom Platz, weil er einmal Davis irgendwie zu viel am Trikot zupfen muss. Ja, aber da war. Also der scheint mir, ich bin großer Fan, normalerweise bin ich der Erste, der sagt Touré für Durm. Aber ich kann natürlich auch einsehen, wenn aktuell gerade nach seiner Einwechslung das noch so ein bisschen durcheinander wirkt und der seine, ja, ich weiß nicht mal, was es bei ihm ist. Ich würde tatsächlich gerne mal mit dem reden. Fragen, hier, Digga, alles gut bei dir, lass mal spazieren gehen, was ist denn? So, also, weil der hat, das ist nicht so, dass du sagst, okay, der ist schlecht. Nee, das ist, irgendwie wirkt das so, als wenn der ab und zu durch gewisse Dinge unkonzentriert ist. Und das ist ganz, ganz merkwürdig, weil das ärgerlich ist, weil wir haben alle den Touré gesehen, der, wenn er komplett liefert und komplett fokussiert ist, wie geil der ist. Aber ja, wie gesagt, ich bin großer Fan, aber ich bin der Letzte, der nicht zugeben kann, wenn ich dann sehe, dass er es irgendwie nicht hinkriegt. Ich würde zudem auch ganz gerne eigentlich nochmal sehen, dass wir diesen Defensivverbund, der jetzt die letzten Spiele gegen schwächere, in Anführungsstrichen schwächere Gegner funktioniert hat, dass ich den jetzt auch diesen Test genau mit dieser Formation eigentlich durchziehen wollen würde. Also ich meine, es hat ja super geklappt mit Ndika hinter Elgar Tuta und dementsprechend der Defensivverbund natürlich mit der linken Seite ein bisschen offensiver. Aber Durm hat für mich ehrlich gesagt gut gespielt, hat oft
das für sich möglichst Beste gemacht, gerade offensiv. Wie gesagt, du hast es angesprochen, defensiv ist es ein bisschen interessant, weil er da, also die Zweikampfverhältnisse sind nicht so absolut grandios, muss man sagen, auch beim letzten Spiel. Aber er ist definitiv einer, der sich ganz gut in dieses Team eingefügt hat. Und vielleicht ist es auch so ein bisschen Belohnung, die jetzt mal sein muss, weil er hat ja wirklich keine Fehler gemacht. Also es ist jetzt kein nichts Dramatisches, deswegen würde ich da jetzt keinen Tausch vornehmen. Und gerade Touré, der bekommt auch noch seine Zeit, der wird ja regelmäßig eingewechselt, er bekommt durchaus das Vertrauen. Dementsprechend würde ich dabei bleiben und erstmal auch Durm weiter zeigen, dass er eine positive Entwicklung in den letzten halben Jahr genommen hat, die ich ihm nicht mehr zugetraut habe. Und da auch ein bisschen meinen Hut ziehe und mich freue, dass er vielleicht auch gegen die Bayern eine positive Leistung zeigt. Kann ruhig wieder ein paar Torschüsse versuchen, wenn die dann eine ähnliche Auswirkung haben wie beim letzten Spiel, bin ich sehr zufrieden. Ja, das ist richtig. Auf jeden Fall. Ja, damit haben wir quasi ja auch so ein Stück weit unsere Aufstellung schon festgelegt. Bis jetzt nochmal die abschließende Frage, ein Stürmer oder zwei Stürmer? Wer ist für welches System? Naja, ihr Frechdechse, dann lasse ich mich halt mit einem. Patricia, wie machen wir? Ja, also meine Vernunft sagt mir auch mit einem. Natürlich, wenn das gerade das System ist, was funktioniert, was gerade gut läuft, dann spielst du gegen den Tabellenersten vermutlich auch mit dem System, was gerade läuft. Das macht, glaube ich, auch nur Sinn. Und meine Vernunft sagt mir ein Stürmer. Basti, ist deine Vernunft da auch so unterwegs? Ja, habe ich ja schon gesagt. Also ja, ganze Gedankenexperimente, die ich auch habe. Ich bin froh, dass ich nicht aufstellen darf, weil ich würde tatsächlich mit zwei Stürmern probieren. Aber wahrscheinlich würde ich einfach dann 6-0 verlieren. Also ich glaube, die Mannschaft, Marvin hat es gesagt, das ist gilt, was Marvin für Durm gesagt hat, gilt ja eigentlich für das gesamte Konstrukt. So, das hat jetzt performt, der Hütter hat da auch nichts geändert, weil es funktioniert hat. Also warum sollte es nicht so bleiben? Also ich meine, dieses System und dieses Personal, was gerade da ist, hat sich so festgespielt und hat sich, glaube ich, auch, genau was Marvin gesagt hat, diesen Test verdient. Und dann kann man immer noch gucken, wenn du diesen Stresstest jetzt mal hast, wo dann vielleicht in dieser Systematik noch Schwächen sind. Die werden da wahrscheinlich dann aufgezeigt und dann kannst du in den Wochen danach immer noch an einen oder anderen Schraube drehen. Aber ich glaube, jetzt ist es tatsächlich nur, dass dieser zwangsweise Wechsel von Rode und so kommt, aber der Rest sollte eigentlich bleiben. Genau, und dann in der nächsten Woche ist es ja dann so, wenn, gehen wir davon aus, dass Hasebe gelb kommt, dann fällt dann Hasebe aus, das heißt, dann müssen wir, dementsprechend rücken wir dann auf, dann kommt Zoe wieder rein und dann haben wir auch wieder Rode dann dabei, ne? Das sind so die Wechsel, die jetzt in den nächsten Wochen folgen werden. Ich glaube, es war noch einer, der eine Dicker. Drohende Gelbsperre, Dicker, ja, das ist dann auch so. Das wäre natürlich bitter. Ja, Dicker wird tatsächlich sehr interessant, also das wird sehr interessant, wenn der ausfällt, was dann passiert. Ja, also das ist dann natürlich das Nächste. Dann müssen wir mal abwarten, gegen wen wir das am besten haben sollten. Ja, jetzt können wir uns vielleicht noch aussuchen, weil das ist also, ja klar, dann wird es ein bisschen schwieriger. Dann müsste wahrscheinlich Touré dann die Innenverteidigung rotieren. Oder Hasebe zurück. Hasebe in die Mitte, Hinti auf links und Rode Sow auf die 6 oder so. Ja. Finde ich auch okay. Wenn ich mir was wünschen könnte, dann hätte ich auf jeden Fall aber gerne, dass Indika diese Gelbsperre vor diesem Schicksalsmonat April ablegt, weil ich glaube, dann kommen die ganzen wichtigen Spiele, da hätte ich ihn dann schon gerne. Ich glaube, da kann ich dich beruhigen, René, das wird passieren. Ja, brauchst nicht lange warten, also das wird beim nächsten Spiel schon bald sein. Ja, das wäre natürlich dann, wenn sie jetzt beide irgendwie da sich die Karte abholen, das wäre natürlich dann so ein bisschen arg doof, aber gut. Auch das kriegen wir, glaube ich, gelöst. Also wenn wir schon lange nicht mehr so ein Luxusproblem hatten, aber jetzt in dem Fall da jetzt irgendwie eine Aufstellung finden, wo wir sagen, da haben wir nicht totale Angst vor. Ich glaube, das kriegen wir hin. Ja. Geht schon. Dann würde ich euch jetzt gerne nochmal um eure Tipps bitten. Herr Basti steht hier als erstes drin. Er darf mal anfangen. Gegen die Bayern, was glaubst du? Nee, ich sage, der Eintracht verliert 2-1 nach einem sensationellen Spiel. What? Marvin, du musst das jetzt rausreißen. Direkt. Boah, schwierige Kiste. Also ich glaube, es wird ein Unentschieden. Da wäre ich schon relativ weit und gut dabei. Ich sag mal ein 1-1. Mhm. Patricia. Ich glaube, mehr Action als 1-1 will auch nicht gegen die Eintracht tippen. Deswegen sage ich 2-2. Ich bin ein bisschen grundoptimistischer.
Vielleicht rede ich mir das aber auch alles noch ein. Ich hatte heute Mittag mit Basti eine kurze Diskussion per WhatsApp, wo er auch gesagt hat, irgendwie so Champions League, wo meine Antwort war, scheiß drauf, es sind nur noch 10 Punkte bis Platz 1, die schaffen wir auch noch. Ich sag, wir gewinnen 3-2. Dennis. Also ich glaube tatsächlich auch, dass viele Tore fallen werden. Ich tippe auf ein 3-3. Dann schauen wir nächste Woche mal, wer hier den Wahrheitspokal gewonnen hat. Was ist denn jetzt eigentlich mit dieser Jovic-Thematik, die da jetzt irgendwie rumläuft? Ich habe das nur so halb verstanden. Könnt ihr mir das mal erklären? Er ist jetzt irgendwie schlecht gelaunt, weil er nicht von Anfang an spielen kann? Oder wird das jetzt alles nur von irgendwelchen Menschen dort rein interpretiert und das ist eigentlich alles gar nicht so? Marvin, du bist doch hier unser Experte. Unser sogenannter Experte. Jetzt bin ich gerade derjenige, der das nicht großartig akzentuieren will und ich bleibe auch dabei. Also, ja, keine Ahnung, ich habe das nicht gesehen. Also was Phil dann gestern gemeint hat, das kann ich jetzt nicht in dieser Art und Weise wiedergeben. Offenbar ist er dementsprechend unzufrieden, das mag so sein, aber es ist mir auch ehrlich gesagt scheißegal, Alter. Wir haben jetzt noch 13 Saisonspiele. Wenn er jetzt gerade unzufrieden ist, dann ist es so gut, dann soll er das kanalisieren und dementsprechend eine Leistung auf dem Platz zeigen. Ich will mich da echt nicht verrückt machen. Wir müssen nicht Baustellen aufmachen, ja, bei denen man sich immer auch denkt, dass es nicht wirklich notwendig ist. Also ich meine, ganz ehrlich, seien wir doch froh, dass wir gerade eine relative Ruhe im Team, in diesem Verein gerade haben. Es gibt so viele andere Baustellen bei anderen Vereinen. Also ich freue mich einfach, und ich will das jetzt gerade nicht aufmachen. Ich glaube, ja, wenn er jetzt noch 10 Spieltage, insgesamt 5 Minuten Zeit bekommt, dann wird es eskalieren. Aber das ist nicht der Fall. Wir werden andere Situationen erleben, wo auch beide wieder spielen, wo er vielleicht auch den Vorzug bekommt. Das wird sich im Laufe der Saison komplett auspendeln. Bin ich ganz fest überzeugt. Basti? Ja, ich schließe mich da mal zu 100% an, dass man da jetzt kein Fass aufmachen muss, weil das eigentlich genau das ist, was man an mancher Stelle kritisiert. Das, weißt du, dass man dann irgendwie Sachen sucht, worüber man meckern kann. Da habe ich keinen Bock drauf. Und das ist, bei so einem Thema kann man sich damit beschäftigen, wenn es soweit ist. Weil jetzt aber einer mal eine Fresse gezogen hat, da jetzt ein Fass aufzumachen, glaube ich eher, dass das Fass, was da aufgemacht wird, das viel größere Problem ist, als der eigentliche Vorfall, der eventuell stattgefunden haben könnte. Also von daher, selbst wenn es so wäre, kann das intern geklärt werden. Da muss jetzt nicht von außen noch jeder seinen Senf dazu geben und sagen, oh, guck mal hier, dann fangen wir an, da Sachen rein zu interpretieren, wenn der jetzt wieder nicht so früh eingewechselt wird, bla bla, Leute. Das muss nicht sein, ist völlig unnötig. Und wenn wir, glaube ich, in 6-7 Monaten wieder hier zusammenkommen, ist das safe kein Thema, wo ihr sofort wisst, was ich meine, wenn ich euch dran erinnere. Ja, vor allen Dingen, vor 2 Wochen war noch die Diskussion, er ist noch nicht mal 100% fit. Und jetzt, 2 Wochen später, wird da so ein großer Aufriss drum gemacht, warum er denn nicht von Anfang an spielt, wo ich mir denke, okay, das switcht von einer Woche auf die andere so krass rum. Und ich habe auch das Gefühl, dass es jetzt wieder nur, um irgendwas zu haben, worüber du diskutieren kannst. Weil es momentan, stimmt, bei der Eintracht, ja, mir fällt es persönlich auch schwer, wenn Leute sagen, rede mal über die Eintracht. Mir fällt es nicht schwer, über die Eintracht zu reden, aber ich fange halt an zu schwärmen, weil das schön ist momentan und das, ja, freut mich auch. Der einzige Punkt, der mich stört, ist wirklich, dass ich nicht ins Stadion gehen kann. Und das war's. Und ich möchte mir das aber auch nicht nehmen lassen. Ich habe jetzt keine Lust, ständig irgendwie, wie Marvin schon meinte, eine Baustelle irgendwo aufzumachen, die wahrscheinlich nicht mal eine große Baustelle ist. Also ich sehe den Sinn gar nicht, jetzt wieder irgendwie rumzudiskutieren. Und selbst wenn er jetzt eine Fresse gezogen hat, okay, ich sitze auch, weiß ich nicht, den ganzen Tag rum und ziehe eine Fresse und am Ende ist gar nichts. Dann fragen mich Leute, geht's dir gut? Und dann sage ich, ja, warum? Ja, du guckst irgendwie grimmig. Ah, okay, tut mir leid, das ist mein Gesicht, keine Ahnung. Das sind halt so Punkte, da interpretiert man, glaube ich, sehr, sehr schnell sehr, sehr viel rein und man versucht dann auch zu gucken, woran könnte es liegen? Ach, der spielt ja gar nicht so viel. Keine Ahnung, vielleicht hat er einen schlechten Tag generell gehabt, kann doch mal passieren. Kann auch sein, dass er unzufrieden war, dann ist es doch okay, dann ist es sein Ehrgeiz, dass er spielen möchte, hat auch was Positives und ich glaube nicht, dass er jetzt besonders viel Stunk ins Team bringen wird. Also ich fand das hat mich irgendwie sogar geärgert, als ich diese Diskussion aufkommen habe, sehen und gelesen habe und es ärgert mich irgendwie, dass man immer irgendwas Negatives noch in einer guten Zeit, ja, suchen muss oder herausheben muss, besonders herausheben muss. Ja, weil es ist tatsächlich auch einfach nicht, wie Patricia sagt, nicht so
kriegsentscheidend gerade. Ne? Also wie gesagt, das sind jetzt kleine Anflüche. Einfach mal abwarten. Das wird jeder seine Zeit bekommen. Und wir sind alle froh, beispielsweise, wenn auch in Aachen wieder verfügbar ist. Ne? Über den sprechen jetzt natürlich gerade keine. Aber wenn wir da auch wieder Möglichkeiten haben, dass wir einen Spieler haben, einen Stürmer haben, dann, den wir noch nachhauen können beispielsweise, ist das noch eine zusätzliche Komponente, die uns dem Spiel auch gut tun wird. Also insofern, ich bin ganz, ganz fest davon überzeugt, beim nächsten Tor ist wieder alles gut und es wird, er fühlt sich wohl und das Gesamtkonstrukt bleibt bestehen und das, finde ich, merkt man in allen Mannschaftsteilen und wenn Leute ein bisschen krummelig sind, ich bin auch, keine Ahnung, ist doch geil, wenn Leute krummelig sind, weil sie nicht auf dem Platz sind, ist doch super, das ist doch für mich viel besser, ja, als wenn Leute Däumchen drückend und am, wahrscheinlich Lolli essend irgendwie am Spielfeld dran sind, das können sie auch machen, aber dann vermisse ich so ein bisschen diese Geilheit und die Geilheit hat er auf alle Fälle. Ja, du merkst halt, dass ein gewisser Ehrgeiz da ist und das ist ja eigentlich das, was du für von einem Stürmer halt auch haben willst, dass der auf dem die Motivation hat, immer auf dem Platz zu stehen und die Buden zu machen. Und von daher ist wahrscheinlich sogar diese Unzufriedenheit dann eher positiv zu sehen, wenn sie denn überhaupt da ist. Auf jeden Fall, ja. Ich voll mit euch. Lass uns ich das Thema abbrechen. Ja, auf jeden Fall. Brauchen wir gar nicht drüber weiter zu sprechen. Die einzige Sache, die mich an der Hinsicht noch gestört hat, nicht in der Thematik, Jovic ist unzufrieden und so weiter, sondern viele kritisieren ja momentan regelrecht, dass wir ihn geholt haben, weil wir ihn gar nicht brauchen. Das ist immer wieder so ein Phänomen, wo ich kotzen könnte. Ja, aber, musst du aufpassen, mit wem du zu tun hast. Weil es gibt Leute, die sind gerade jetzt in Corona-Zeiten einfach auch frustriert und die wollen, das sieht man überall, da muss man, glaube ich, einen Filter finden. Also wenn du, wenn du jemanden in deinem Umfeld hast, dann sagst du, ja, wenn es ist Persönliches, sag mir Bescheid, ich helfe dir gerne, aber wenn du, also, ich verweise ihn an dich. Dass es jemand gibt, der jetzt kritisiert, dass wir Jovic geholt haben. Man muss sich, glaube ich, Grenzen setzen, wo man sagen muss, okay, auf die Diskussion gehe ich noch ein und auf die gehe ich nicht ein, weil mit dir stimmt irgendwas nicht. Also, okay, perfekt. Ja, was derjenige sagen würde, Dennis, wenn wir keinen Jovic auf der Bank gesetzt hätten? Was ist denn, wenn der Silva sich mal verletzt? Ich weiß nicht, wie man da im Internet reagieren kann, dass wir nur einen Stürmer haben und der ist auf der Bank. Das ist dasselbe Kommentar, macht dieselben Person. Ja, da hast du völlig recht, genau. Genau, das ist genau der Punkt. Das ist ja genau dieser Knackpunkt, der hier so aus den Augen verloren wird. Das natürlich performt Silva momentan genial und natürlich steht er 70 Minuten auf dem Platz oder sogar 90 und performt. Aber wie du sagst, die Saison ist noch lang. Und mal schauen, hoffen, drücken wir die Daumen. Also mir wird es gefallen, wenn es im Endeffekt am Ende, wenn wir alle Spiele gewonnen haben und Jovic kommt immer nur für 20 Minuten, soll mir das recht sein. Und das ist ja auch das, was du im Vorfeld nicht weißt. Also du weißt ja auch nicht, wie oft du den Stürmer dann tatsächlich einsetzen musst. Aber ich kann wesentlich beruhigter in so ein Spiel gehen. Und das war ja auch das, was wir letzte Woche schon thematisiert haben, was ja auch die Spieler sagen. Wenn du weißt, dass du einen Top-Stürmer von der Bank bringen kannst, wenn es halt gerade mal nicht läuft, versus du hast da halt irgendeinen, der, was weiß ich, maximal Drittliga-Qualitäten hat und du musst den halt bringen, weil du halt keine Alternative hast. Also da muss man auch aufpassen, auf welchem Niveau man dann da irgendwie rumjammert. Ja klar, ich glaube die Thematik ist ja eher so, es wird ja propagiert, es muss so viel gespart werden. Wir wissen ja auch gar nicht, was für Jovic bezahlt werden muss, was da die Gehaltssituation ausmacht und so weiter. Die Leute, mit denen zu diskutieren, da hast du völlig recht, Basti, man schläft am Ende besser, wenn man sich gar nicht drauf einlässt. Ja. Wenn man sich drauf einlässt, das sind natürlich Argumente, wo man schon sagt, ja okay, klar, logisch, wenn Jovic tatsächlich 10 Millionen Gehalt normalerweise bekommt, wir bezahlen die Hälfte, ist es momentan vielleicht, aber die Leistung, die er bringt, wenn er kommt und so weiter, es ist ja, er performt ja auch. Es ist ja nicht so, dass er im Endeffekt hier jetzt 90 Minuten auf der Bank sitzt und einfach nur wir hier Gehälter bezahlen, sondern er bringt ja Gefahr mit rein, er bringt also selbst wenn er Kostic nur dazu motiviert, dass er wieder performt wie heute, wird ja viel drüber spekuliert, was hat das damit zu tun, dass eben so ein Wechsel, dass wieder ein starker Leistungsträger zurückgekommen ist, ja, dann soll mir das recht sein, dann war das Geld auf jeden Fall wert. Natürlich meine Meinung. Ja, aber natürlich sind das alles Argumente, aber das sind halt alles Argumente, wo davor steht, wenn das und das. So. Und dieses Wenn haben wir nicht, dann können wir drüber reden, wenn das Wenn eintrifft, aber vorher braucht man sich den Kopf, glaube ich, nicht machen. Stimmt, und lieben besten Themawechsel, genau. Nein, passt schon. Apropos Baustellen bei anderen Vereinen und keine Baustellen bei uns aufmachen.
Ich hau da jetzt nochmal in dieses sprichwörtliche Wespennest so ein Stückchen rein. Wir hatten ja die letzten Wochen schon drüber gesprochen. Ich glaube, Marvin, war es letzte Woche oder vorletzte Woche, als wir drüber gesprochen hatten, wie das so mit Bobic, Hütter, Manga ist, wer da gehen könnte und wer nicht. Jetzt gab es ja am Montag, und ich bringe jetzt keine Rosen-Montagswitze hier, die offizielle Mitteilung, dass Marco Rose von seinem Ausstiegsklausel, das ist, glaube ich, eine Ausstiegsklausel, die er da hat, ne? Hatte ich mal gehört, dass es eine ist, ja. Ob das noch valide ist, aber das war, glaube ich, schon für Top-Vereine oder so. Ne? Irgendwie sowas, also er darf seinen Vertrag, oder es gibt irgendwie eine Klausel, wo er den Vertrag irgendwie bis 2022 vorzeitig auflösen kann, wenn er zu einem, was weiß ich, Verein geht. Und ja, jetzt ist offiziell, Marco Rose verlässt Gladbach und geht nach Dortmund. Und meine erste Intention ist, scheiße, was bedeutet das denn jetzt für den Verbleib von Hütter? Bin ich da jetzt auch wieder zu pessimistisch und mache ich mir da Sorgen um absolut ungelegte Eier? Oder kann das tatsächlich dann jetzt nochmal in diese Richtung gehen, Patricia? Ja, tatsächlich ist das auch so eins dieser Themen, wo ich mir gedacht habe, man muss jetzt erstmal nichts aufmachen, was noch gar nicht offen ist. Ich habe dieses Gefühl, heute kamen da ja so Gerüchte in Anführungszeichen auf, die dann auch wieder irgendwelche Medien einfach so gestreut haben. Ich glaube einfach, dass das Gerüchte sind, dass sie sich gedacht haben, ja, wen könnte Gladbach denn potenziell holen? Und dann sind sie halt auf Hütter gekommen. Für mich überhaupt gar kein Grund, sich darüber zu viele Gedanken zu machen, weil halt eben noch gar nichts ansatzweise konkret geworden ist. Sobald es konkret wird, mache ich mir Gedanken drüber, diskutiere ich drüber. Momentan will ich daran gar nicht denken. Ich sehe es auch ehrlich gesagt nicht so wirklich. Und mich hat es auch so ein bisschen aufgeregt. Ich habe noch gesagt, ja, lustig, dass die Bremen-Fans jetzt hier schon Kofeld reinbringen und sich so ein bisschen in den Mittelpunkt der Diskussion rücken. 2 Minuten später habe ich gelesen, dass Eintracht-Fans Ähnliches mit Hütter gemacht haben. Da habe ich mich wieder zurückgenommen, weil ich mir dachte, okay, scheinbar ist unsere Fanbase da auch nicht besser. Ich verstehe den Impuls, ja, dass man da erstmal so ein bisschen Angst hat um seinen Trainer und dass der dann geht und dass man selbst dann eine Baustelle hat. Aber momentan ist es für mich noch kein so großes Thema, wenn ich ehrlich bin. Vor allen Dingen, ey, man könnte diese Summe, ich habe ehrlich gesagt diese Nachricht positiv aufgenommen, weil dann diese Angst, dass Dortmund an Hütter dran geht, weg ist. Also für mich war das eher eine positive Nachricht, als dass ich irgendwie Schiss gehabt hätte. Weil ich glaube, Dortmund wäre da die größere Gefahr gewesen. Ich glaube, Dortmund ist ein größeres Projekt als Gladbach. Und ich glaube, Dortmund und Hütter, das ist jetzt auch nicht so abwegig. Da gab es immer mal wieder so ein bisschen irgendwie Talk darüber. Aber ich halte es damit, Patricia. Ich finde diese Story lustig, aber was sollen wir uns damit jetzt beschäftigen? Also, wenn die Eintracht 2021 in dieser Phase, in der wir gerade sind, 2 größten Problematiken, die wir besprechen, sind, oder die 3, die Chancenverwertung, dass Hütte eventuell nach Gladbach geht und dass Jovic irgendwie mal schief geschaut hat. Das ist super, glaube ich. Also. Es wäre, glaube ich, so eine Liste, die kann man nehmen, ja. Vergiss mir die Bobic-Geschichte nicht. Die möchte ich da gerne auch noch drin haben. Vor der habe ich tatsächlich auch viel mehr Angst als vor der Hütter-Sache, weil das halt schon deutlich konkreter war, als Hütter wahrscheinlich vielleicht sogar je sein wird. Deswegen, das ist für mich gerade gar kein Thema irgendwie. Aber es ist ganz gut, dass das auch kein Thema mehr gerade, zumindest aktuell ist. Ne? Das ist halt auch sowas. Ne? Ich finde es tatsächlich sehr, sehr spannend. Ich glaube, wir sollten einfach diesen geschickten Versuch weiter vorantreiben, Kofeld so stark zu reden, dass er der realistischste Kandidat für Gladbach ist. Ja, auf jeden Fall. Also für mich ist das ehrlich gesagt auch ein Trainer, den ich immer sehr, sehr gut gesehen habe. Und ich glaube, der hat sehr viel Kapazitäten. Außerdem muss man das auch mal bei einem anderen Verein auch beweisen. Ne? Ich meine, dass er jetzt bei Bremen jetzt schon für die ins ruhige Fahrwasser gebracht hat, dementsprechend. Ich glaube, das ist der erste Schritt, aber ich glaube, die wahre Qualität zeigt sich bei dem ehemaligen Torhüter auch, dass er vielleicht bei einem anderen Verein erfolgreich ist. Deswegen könnte ich mir der Gladbach sehr, sehr gut vorstellen. Und ich glaube, das ist eine Stärke von ihm, die man weiter beweisen sollte. Und dann wird auch mit Hütter nichts zu schaffen sein. Also es gibt den Teil schneiden wir raus und stellen es nochmal hoch, Marvin. Ja? Also jetzt gibt es eindeutig 2 Dinge, die mir mehr Angst machen als der Abgang von mögliche oder zu diskutierende Abgang von wem auch immer. Nämlich zum einen, dass Marvin innerhalb von nicht mal einer Millisekunde sofort in eine mehrminütige Lobesrede für Florian Kohfeldt einsteigen kann. Und dass das Erste, was Basti mit Touré machen würde, wenn er sich trifft, ist spazieren gehen. Also das sind so 2 Dinge, die machen mir nachhaltig Angst.
Ja, aber ich bin da bei Marvin. Ich finde auch, dass Florian Kohfeldt ein Trainer ist, der da in diesem Umfeld einfach, ja, das entspricht nicht seinen Fähigkeiten. Ich glaube, so ein Trainer muss halt auch mal den nächsten Schritt gehen. Und ich glaube, Gladbach ist für einen Trainer wie Florian Kohfeldt einfach auch eine Chance, dass er beweisen kann, dass die Fähigkeit, die er schon gezeigt hat, auf absolut stabilem Niveau, dass er die halt auch in einer Spitze zeigen kann. Ich glaube, da dürfte auch kein Bremer sauer sein, weil die, glaube ich, wissen, dass der Trainer zu krass für sie ist und die Zeit noch genießen, in der er da ist und diesen Fußball auch genießen, also diese Spieleröffnung, dieses Umschalten, diese Entwicklung der ganzen jungen Stars, die Bremen hat. Ich glaube, wenn Gladbach sich den holt, dann werden die einiges richtig machen. Also ich kann Marvin dann nur zustimmen und ich wäre sehr gespannt. Für mich würde Gladbach damit zu einem der spannendsten Projekte im Fußball Europa werden. Ja, es geht halt auch darum, den nächsten Schritt zu machen. Und ich glaube, es ist halt auch ein deutscher, junger, erfolgshungriger Trainer, den wir jetzt schon jahrelang auch in der Bundesliga begleitet haben. Hat sehr, sehr viel auch positives Feedback bekommen von seinen Trainerkollegen. Allein wenn Nagelsmann natürlich auch sehr positiv lobend über ihn spricht. Ich denke, das ist schon eine kleine qualitative Aussage. Das darf man nicht vernachlässigen. Also ich glaube, da ist ein Star on the rising. Und es wäre die für mich perfekte, das Perfect Match tatsächlich, wie man bei sozialen Anwendungen sagt. Mache ich mir da jetzt keine Sorgen mehr. Dann herzlichen Glückwunsch, Borussia Mönchengladbach, zur Verpflichtung des neuen Top-Trainers Florian Kohfeldt. Das ist das Sinnvollste, was ihr seit Jahren machen konntet. So, das ist ja schon quasi eine gute Tat der Woche. Wir haben aber eine noch viel größere gute Tat der Woche und über die müssen wir dann jetzt kurz reden. Die gute Tat der Woche. Geben wir alles. Zu Hause, in unserer Familie, in unserem Umfeld, im Berufsleben, damit unsere Welt besser wird. Er ist ein anständiger Junge, ich kenne ihn jahrelang. Er hat immer sauber und fair versucht zu spielen. Das ist, glaube ich, das Wichtige, dass wir miteinander respektvoll umgehen müssen. Seid nett zueinander und habt euch lieb. Ja, wir hatten ja schon über das Spiel am Samstag gesprochen. Die Eintracht spielt zu Hause gegen den FC Bayern. Und das ist ein Tag nach dem, ja, Geburtstag kann man es in dem Fall ja nicht nennen, sondern nach dem, ja, ist es ein Jahrestag? Ja, ein Jahrestag, ne? Ein Jahr nach diesen grauenhaften Anschlägen in Hanau. Und Peter Fischer hat gestern Abend im Heimspiel gesagt, dass die Mannschaft vor dem, also beim Warmmachen vor dem Bayern-Spiel ein extra für diesen Tag angefertigtes, ja, Matchworm-Trikot tragen wird, wo die Namen und die Gesichter der Opfer aus Hanau nochmal gewürdigt werden. Und ich finde das eine sensationelle Art und Weise, dann dort nochmal den Opfern zu gedenken und eben dafür zu sorgen, dass sowas nicht in Vergessenheit gerät. Und deswegen habe ich das hier aufgeschrieben, weil ich das sehr nennenswert und sehr lobenswert finde, dass man das tut. Ja, ist eine herausragende Aktion tatsächlich. Also ich finde es super. Man merkt, dass ganz Hessen einigermaßen in diesem Status der Erinnerung ist und auch viel Aufarbeitung, zumindest wenn es nicht von politischer Seite dementsprechend kommt oder vielleicht nur zaghaft von politischer Seite, da gibt es ja einen ganz schönen Rattenschwanz, der eigentlich die nächsten Jahre vielleicht nochmal aufzuarbeiten wird oder hoffe ich, dass das gemacht wird. Also ich meine, wir müssen uns immer noch über andere Situationen unterhalten. NSU 2.0 ist immer noch kläglich aufgeklärt. Aber jetzt bezüglich Hannover, Hannover sage ich schon, ich sehe gerade Hannover-Tweets, aber egal. Bezüglich Hanau bin ich sehr froh. Ich finde es ganz super, dass die Eintracht sich auch wieder als Verein dementsprechend ja, klares Statement abgibt. Ich meine, ganz ehrlich, erinnern wir uns an das erste Spiel, war das einer der letzten Heimspiele tatsächlich, die ich von der Eintracht im letzten Jahr gesehen habe. Gegen Salzburg war das. Ich glaube, es dürfte das Hinspiel gewesen sein, welch ein unfassbar krasser, bewegender Moment. Schweigeminute und dann dieses laute Nazis raus. Das fand ich schon extrem eindrücklich. Echt so wenige Stunden, Tage. Ja, es waren Stunden, glaube ich. Das war Nach der Sache in Hanau. Das ist echt unfassbar. Und ich finde es krass, dass die Eintracht sich weiterhin dagegen, beziehungsweise dafür für die Opfer, für die Mitmenschen positioniert. Ja, ein ganz wichtiges Zeichen, dass der Verein diese soziale Verantwortung dort wahrnimmt und ja, Basti hat es gerade eben, glaube ich, geräuschtechnisch angedeutet, umso länger man darüber spricht, umso schwieriger finde ich die Situation, weil es, also ich merke bei mir, umso länger ich darüber nachdenke und rede,
dass ich dann trotzdem wieder so ein bisschen in so eine Schocksituation da reinkomme, weil es halt nach wie vor total unbeschreiblich ist, dass sowas passiert. Es ist gruselig, wie schnell ich mich in diesen Moment reinfühlen kann, den Marvin beschrieben hat. Also ich habe noch die ganzen Szenen im Kopf und dann, boah, ich kann da jetzt nicht zu viel drüber nachdenken, weil das ist schon was, was sich echt ins Gehirn gefressen hat. So. Also dieser Moment, wie du es gesagt hast, dann kam dieser Zwischenruf und dann diese direkte Reaktion. Und ja. Ja, dieser ganze Hergang auch. Ich glaube, dass wir an dem Tag abends auch zusammen waren, Basti. Ich glaube, das hatten wir auch schon mal ganz kurz angerissen. Das war ja tatsächlich, wo wir dann irgendwas trinken waren, ich dann auch von meiner Chefin einen Anruf bekommen habe, ne, weil dann die Situation dann dementsprechend auch weitergegangen ist, ist die Sache aufgeklärt und wir dementsprechend auch irgendwie mit Hessenschau dann berichten und auch gleichzeitig erstmal klar machen müssen, was ist überhaupt Sache gerade. Ne? Also wir haben gemerkt, dass da was im Entstehen ist. Also eine ganz heftige Angelegenheit tatsächlich. Und ich finde es gut, dass Zivilisten, sage ich mal, also von Mitmenschen da sehr, sehr viel gemacht wird. Es gibt sehr viele Projekte. Es gibt tatsächlich auch einen neuen Spotify-Podcast, der sich mit der Thematik näher beschäftigt. Den kann ich auch gleich nochmal in die Empfehlung hängen. Also da wird zum Glück von unseren Mitmenschen sehr, sehr viel gemacht. Und ich finde super, dass die Eintracht sich, wie gesagt, an dieser Erinnerung beteiligt. Und das ist auch, glaube ich, ein ganz, ganz gewichtiger Punkt, der diesen Verein tatsächlich ausmacht. Also nicht nur irgendwie einfach sagen, man macht was, sondern immer wieder daran mitarbeiten, dass Dinge besser werden, an einem gesellschaftlichen Zusammenleben. Ich finde, das ist ganz wichtig für diesen Verein und macht ihn zum Stück ein Stück weit auch aus. Also insofern, ich glaube, das wird ein emotionaler Moment. Leider auch wieder ohne Fans, denn ich kann mir vorstellen, wie dieses Stadion aus so vielen Gründen am Samstag komplett eskaliert wäre. Auf der einen Seite natürlich dieses krasse Ding, du bist Tabellenplatz auf Tabellenplatz 3, du hast die Chance gegen den FC Bayern München hier vielleicht einen kleinen Coup zu landen. Dann diese emotionale Situation, wir erinnern uns ein Jahr zuvor, was das für ein Schockmoment für uns alle war. Und vielleicht auch dieses gemeinsame Erlebnis, weil ich denke, solche Trauererlebnisse verarbeitet man gemeinsam auch besser. Das wäre so krass und das fehlt tatsächlich in mehrerlei Hinsicht bitterlich gerade. Ja, ich finde bei der Eintracht auch wichtig, dass die Eintracht genau den richtigen Ton bei solchen Dingen trifft. Ja. Weil es gibt viele Vereine, die machen das auch, aber da hast du das Gefühl, die machen das nur, weil sie es machen müssen. Das ist unglaublich unauthentisch bei gewissen Stellen. Ich finde, die Eintracht macht das perfekt. Das wirkt tatsächlich auch nicht so, dass die Eintracht das macht, um genau dieses Lob einzuheimsen, sondern das ist authentisch, was die Eintracht da macht. Ja. Schon immer. Marvin hat es gesagt, diese Gemeinschaft, das fühlt man ja dann auch, wenn man da zusammen im Stadion wäre, fühlst du das, dass diese Gemeinschaft echt ist und dass das nicht irgendwie, ja, das ist jetzt natürlich gerade modern, da machen wir was gegen Black Lives Matter und so, bla bla bla. Das ist ja wirklich auch so und ich habe auch, also bei Twitter hat es mich ein bisschen aufgeregt, als diese Aktion bekannt wurde, es schaffen tatsächlich Leute bei so einem Ereignis und so einer schönen Geste der Eintracht in einem Tweet zweimal ich und zweimal mich einzubauen. Da fällt mir nichts mehr ein. Also ich finde, dass die Eintracht das super macht. Und liebe Grüße an die Twitterer, die solche Dinge auch nutzen, um zu zeigen, wie toll sie selber sind. Das finde ich an solchen Stellen einfach immer krass unpassend. Wollte ich ja auch nochmal gesagt haben. Ja, ist ein wichtiger Punkt. Gut, also das ist die gute Tat der Woche. Großartig, dass die Eintracht das macht. Und ich bin gespannt zu sehen, wie das am Samstag dann dort umgesetzt wird. Marvin, du hattest, glaube ich, eine passende Empfehlung dafür auch noch aufgeschrieben oder zwei hattest du ja gerade eben gesagt, hast du dafür. Genau, die eine kommt on the fly jetzt auch noch rein. Da hängen wir ja beide wieder ins Dokument, aber die erste beispielsweise ist, warte mal, ich packe hier eine schon mal rein. Oh, jetzt habe ich zwei reingepackt. Und zwar die erste ist eine Doku, genau die das Thema Hanau von meinen Kolleginnen und Kollegen behandelt. Hanau, eine Nacht und ihre Folgen, geht roundabout 45 Minuten, ist extrem emotional. Ich muss auch sagen, ja, keine Ahnung, also das trifft einen natürlich dann jetzt auch in einer eh schwierigen Phase dann halt auch nochmal. Also sollte man ein bisschen mit Taschentüchern gucken. Ich finde es sehr, sehr gut, wie viel auch gemacht wird, wie viel aufgearbeitet wird. Ne? Wir hatten ja letztens die Thematik, wo es auch darum ging, waren da die Türen, also die Sicherheitsausgänge versperrt? Was waren die Hintergründe? Auch die ganze Arbeit auch der Polizei, die ja auch wirklich viel Gutes gemacht hat in der Zeit. Also es ist sehr, sehr vielschichtig. Aber diese Arbeit dementsprechend auch zu beleuchten, auch zu zeigen, wo lagen noch die Probleme, das ist eines. Also, und auch gleichzeitig
Opfern und der Opferfamilie auch Stimmen, den Opferfamilien auch Stimmen zu geben. Ich glaube, das ist eine ganz, ganz große Stärke auch dieser Doku. Schaut mal rein, genauso auch kann ich euch empfehlen. Das habe ich selber noch nicht gehört, habe das aber jetzt gelesen. Ich habe mal kurz reingeguckt, aber das kann, also reingehört, aber ich kann mir da noch kein Urteil abschließend erlauben. Aber es lohnt sich wahrscheinlich schon, mal reinzuhören. Ein Podcast dazu, Spotify, selbst produziert, ein Jahr nach Hanau mit vielen spannenden Stimmen, was ich auch schon gehört habe, wer dann alles so mitmacht. Ich glaube, das lohnt sich. Es sind so roundabout 45 Minuten. Es geht um neuen Namen. Say their names. Also ich glaube, das lohnt sich auf alle Fälle. Ja, das sind auf jeden Fall zwei passende Empfehlungen dazu. Wir hauen die wieder in die Shownotes zur aktuellen Folge. Also entweder geht ihr dann da auf eintracht-podcast.de oder wenn ihr einen Podcatcher verwendet, der Links anzeigen kann in den Beschreibungstexten, dann könnt ihr da quasi direkt draufklicken und kommt dann da direkt hin. Sehr schön. Habt ihr noch weitere Empfehlungen? Muss jetzt nicht zwingend zu dem Thema sein, aber vielleicht habt ihr noch weitere Dinge. Gute Frage, ehrlich gesagt. Ich weiß. Ich weiß nicht, ich habe es jetzt dreimal angefangen und ich habe es jetzt zum ersten Mal geschafft, das zu Ende zu schauen. Es gibt bei Netflix die Doku Team Foxcatcher. Das hat jetzt überhaupt nichts mit Fußball oder sonst irgendwas zu tun. Fand ich aber einigermaßen gut. Da geht es um einen sehr, sehr strangen Typen, der irgendwelche Sportler und am Ende Ringer unterstützt und da so ein Camp aufbaut. Ich weiß nicht, ob ihr die Story gehört habt. Okay. Die nimmt dann sehr, sehr, sehr viele Wendungen. Also Team Foxcatcher heißt die auf Netflix. Hat mich nachhaltig verstört, diese Aufnahmen und die Story. Du hast jetzt dreimal angefangen, okay, und erst einmal zu Ende schauen können. Ja, einmal bin ich eingepennt, einmal hatte ich keine Zeit mehr und jetzt habe ich gedacht... Okay, jetzt wissen, also jetzt nicht vom Inhalt abgeschreckt, sondern eher so... Das persönliche Lebensumstände, René. Ja, das soll es geben. Team Fox. Der Leon hat im Chat noch eine Doku, die man sich mal angucken sollte. Ist verlinkt, YouTube, die Stadionbauer, Freiburgs neuer Fußballtempel. Kann man sich auf jeden Fall auch mal angucken. Gebe ich auch sofort mal weiter an Phil Hofmeister, der wird ja sowieso einen Softspot dafür haben. Aber sowieso die SWR oder auch WDR, die in der letzten Zeit sehr, sehr viele gute fußballumrahmende Dokus gerade produzieren. Also ist da eine weitere Empfehlung. Danke an dieser Stelle in den Chat. Ja, die habe ich auch zumindest im Vorbeiscrollen gesehen. Die hat mir auch der Algorithmus von YouTube vorgeschlagen. Ich habe es mir noch nicht anschauen können, von daher hatte ich es ja jetzt noch nicht drin. Aber ich bin da sowieso kleiner Fan von mir, so Stadion oder so generell solche Doku-Geschichten so rund um den Fußball anzuschauen. Ich befürchte, da falle ich dann gleich, wenn wir hier mit der Aufnahme fertig sind, rein. Tja, ja, ich bin auf jeden Fall ein großer Fan davon, wenn ein Stadion wieder voll wird. Nein, ganz ehrlich, ist ja, hört sich ja so lustig an, aber ich versuche da tatsächlich schon ein bisschen dran zu denken, weil wir gerade ja nicht ganz so viele Hoffnungen haben, dass es hier alles so schnell geht. Und keine Ahnung, dass ich dann wenigstens gucken kann, wie es in den USA dann bald aussieht. Klar, da läuft auch nicht alles rund. Aber die WWE hat ja optimistische Pläne, dass sie ab April, zumindest nur im April bei WrestleMania, wieder 25.000 Leute reinlassen will. An zwei Tagen. Es sieht ja momentan auch so ein bisschen aus, als könnte das klappen, wenn wir uns den Super Bowl angucken. Gut, da wurde sich mäßig an die ganzen Regeln gehalten. Ich glaube aber, dass das auch besser funktionieren kann. Ist ja das gleiche Stadion. Also das sind so leise Hoffnungen, die ich habe, damit ich immer wieder Menschen im Publikum sehe. Das könnte auch ein, wie soll ich sagen, ein rührender Moment werden, tatsächlich. Ja, das definitiv. Ja. Gut, habt ihr noch weitere oder... Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann würde ich sagen, machen wir doch hier dann einfach den Sack zu. Diese Woche ein bisschen kürzer als in den Wochen davor. Aber ja, mein Gott, wir haben nichts auszusetzen. Es läuft gerade super. Alle freuen wir uns auf das Spiel gegen die Bayern am Wochenende. Von daher müssen wir es jetzt auch nicht unnötig in die Länge ziehen. An dieser Stelle nochmal, wie gesagt, vielen Dank für euren Support da draußen und auch jetzt hier wieder live im Chat. Auch da, wenn ihr mitmachen wollt, findet ihr alle Infos bei uns auf der Seite. Ja, und bis dahin würde ich sagen, machen wir jetzt den Sack zu. Wir wünschen euch eine wunderschöne Restwoche. Genießt das Fußballspiel am Wochenende und dann melden wir uns in der nächsten Woche in gewohnter Art und Weise wieder. Bis dahin, macht's gut. Hey! Hey! Hey!